Zeigen wir mal einen Fall einer ungewöhnlichen Patientin bei mir. Ja, Moritz, dann sag doch mal, was die Nele hatte und wie das jetzt ist. Genau, also was bei ihr war, dass man so richtig gemerkt hat, die hat die ganze Zeit Schmerzen gehabt. Im Rückenbereich, so im hinteren Rücken, und der ganze hintere Rücken war komplett steif. Das war hier, ne? Genau, an der Stelle. Und man hat auch so richtig gemerkt, dass sie die ganze Zeit so eine Schonhaltung hatte. Sie ist manchmal so, wenn sie angehalten hat, ist sie hinten so richtig weggeknickt mit den Läufen. Und der ganze Rücken hat sich gar nicht mehr durchbewegt, sondern der war total steif. Und heute Morgen, als ich mit ihr spazieren war, habe ich richtig gemerkt nach der Behandlung, dass der ganze Rücken wieder ganz flexibel ist. Ich finde, man kann das gut sehen, weil der so richtig sich so durchbewegt. Ja. Und was man total deutlich sehen kann, dass sie gar nicht mehr hechelt. Weil sie hat die ganze Zeit gehechelt, weil sie so Schmerzen hatte offensichtlich. Und man hat so richtig gemerkt, oh, irgendwas tut ihr nicht gut. Und jetzt merkt man ja, genau, wie entspannt sie wieder laufen kann. Und gestern hat sie auch noch gehumpelt, ne? Genau, gestern hat sie auch noch gehumpelt. Das ist tatsächlich nur noch ein ganz bisschen so beim Aufstehen, so nach so einem Ruhemoment. Aber ansonsten ist sie da wieder total problemlos unterwegs. Super.